Hi, hier ist der frankfurtfoodbloghamburg.de. Schön, dass du auch mal wieder eingeschaltet hast und dir diese Folge von unserem Blog anschauen möchtest. Wir wollen heute einen Burger machen, eigentlich mit dem Anspruch, dass wir vegan sein wollen. Das kann ich nicht ganz erreichen, weil ich als Nicht-Veganer natürlich da schon wieder wahrscheinlich irgendwas einbaue, was da nicht drin zu suchen hat. Aber man kann das weglassen und bekommt dann einen veganen Burger. Unten in die Description Box tue ich natürlich wie immer unsere Einkaufsliste mit dem Rezept unten rein. Das ist definitiv vegan, wie das da unten drin steht. Für alle Veganer, macht das so nach, wie es da steht. Funktioniert wunderbar. So, bevor wir jetzt beginnen, erzähle ich euch noch einmal schnell, was jetzt der Unterschied ist zwischen unseren Burgern, die wir ja alle schon mal gemacht haben, und diesem hier. Wir machen unser Bun nicht als gebackenes Bun mit einem Teig, sondern wir nehmen uns Puffer, Kartoffelpuffer, wie so ein Reibekuchen. Nur, dass wir den nicht mit Kartoffeln machen, sondern wir nehmen eine Süßkartoffel. Jetzt kommt unser Jingle und dann geht's los. Als erstes schäle ich hier jetzt mal meine Süßkartoffel. Ich weiß gar nicht, wie viel ich brauche. Mal sehen, aber wahrscheinlich mehr als eine. Ich schmeiß schon damit um mich. So, ich reibe mir jetzt noch mal eben schnell hier die erste Kartoffel runter. Ich muss dann gleich mal gucken, wie viel das ergibt, weil ich brauche ja im Grunde nur vier, weil wir wollen zwei Burger bauen. Ich habe jetzt die gröbste Seite von meiner Reibe hier genommen und reibe das hier mal eben schnell runter. Also ich schäle jetzt doch noch die zweite, weil mir das zu wenig ist. So, die Kartoffel liegt hier, die zweite, die ich gleich noch eben reiben werde. Ich schneide mir jetzt mal eben schnell meine Zwiebel hier durch. Ich tue da eine rote Zwiebel rein, wie ich ja immer verwende. Und die reibe ich da auch noch gleich rein. Dann nehme ich aber nicht diese mega grobe Seite, dann nehme ich eine etwas feinere Seite. Und wenn ich das getan habe, dann sehen wir uns gleich wieder. So, Zwiebel nicht ganz so grob wie die Kartoffel, ist aber auch gleich fertig. Das geht jetzt schon eine ganz schöne Bindung ein. Wenn man wollte, könnte man da jetzt einfach ein bisschen Kartoffelstärke mit reintun. Und dann hat man eigentlich schon eine ganz gute Bindung bekommen. Ich werde da jetzt aber noch ein Ei reinhauen. Als Nicht-Vegetarier geht das für mich in Ordnung. Aber sonst, ihr müsstet da halt jetzt ein bisschen Kartoffelstärke zu tun. So, mein Ei noch da rein. Wunderbar. Jetzt vermenge ich das alles schön, dann kommt da gleich Pfeffer und Salz drauf. Ich bin sogar noch so ein bisschen am Überlegen, ob ich nicht eine kleine Chili nehme und davon so ein ganz bisschen da noch rein tue, um da noch so ein bisschen mehr Geschmack reinzubekommen. Aber das werde ich mir jetzt gleich überlegen, wenn ich mir gleich meine Hände wasche. Ich weiß gar nicht, wie viel ich davon jetzt nehme, weil ich könnte natürlich auch ein bisschen mit Zucker gegensteuern. Aber ich möchte auch nicht, dass mir die hinterher gleich da in der Pfanne verbrennen. Mal sehen. Das ist meine halbe Chili, die ich jetzt hier mal eben reintue. Jetzt rühre ich das hier gleich nochmal um. Jetzt mache ich aber noch ein bisschen Pfeffer und Salz drauf. Schön Pfeffer frisch aus der Mühle. Und auch noch mal ordentlich was an Salz, weil die können auch ganz gut was an Salz vertragen. Wir wollen ja auch schön Aroma haben. So, alles noch mal schön miteinander vermengen. Und dann können wir schon mal weitermachen. Dann werde ich die nämlich gleich schon braten. Für die Füllung unseres Burgers brauche ich dann gleich noch ein bisschen Tomate. Eine Avocado, die habe ich schon mal aufgeschnitten, da muss ich gleich noch den Kern rausnehmen, ein bisschen Frühlingszwiebel. Dann habe ich mir zwei vegane Schnitzel organisiert und ein Salatblatt brauchen wir auch noch gleich für unten drunter. Das habe ich hier auch schon liegen. Ich habe heute eine Anfrage gekriegt als Kommentar, ob meine Teppanyaki-Grillplatte nicht ein bisschen zu klein wäre. Ja, sie war mir zu klein, deshalb haben wir jetzt diese große festmontierte, die ich nur empfehlen kann. Das Ding bringt echt Spaß. Schöne Grüße gehen raus. So, wir haben dir jetzt die ersten beiden
Buns, sprich Kartoffel, Süßkartoffel, Puffer hier auf dem Grill liegen. Ich habe den jetzt mit 170 Grad erhitzt und jetzt werden wir die schön von beiden Seiten braun anbraten. Die ersten beiden sind hier hinten schon einmal umgedreht und die zweiten habe ich jetzt hier vorne liegen. Bin da jetzt bei dem einen so ein bisschen großzügiger gewesen, weil das sonst von der Menge her dann doch ein bisschen zu viel gewesen ist. Man darf halt nicht zu schnell umdrehen. Man muss halt sich ein bisschen Geduld lassen. Da muss die Flüssigkeit halt raus und dann werden die halt so schön kross wie der hier. So, meine beiden veganen Schnitzel aus Erbsen liegen hier auch schon. Die brauchen einen ganz kleinen Moment. Meine vier bzw. fünf. Oh, das ist so klein und nipplig, ne? Ja, meine fünf Kartoffelpuffer sind hier auch am Werden. Dann können wir gleich noch schnell die Avocado abschneiden. Und dann muss ich mir gleich noch ein Salatblatt suchen, was wir hier oben drauf packen. Und wir wollen dann halt schichten, Salatblatt, Avocado, dann kommt da der Schnitzel drauf, da drauf kommt dann Tomate. Ein bisschen Tomate, genau. Ich röste hier gleich noch schnell ein bisschen Frühlingszwiebeln an, die kommen dann oben drauf. Und oben drauf als Top kommt wieder einer von unseren Süßkartoffel-Patties. Genau, Buns, nicht Patties. Buns. Geht gleich weiter. So, ich nehme hier jetzt schon mal die ersten zwei raus. Sieht richtig gut aus. Jetzt röste ich hier meine Frühlingszwiebeln noch mal an. So, Avocado aus der Hülle raus mit dem Löffel genommen. Kerngehäuse, also Kern raus. Jetzt schneide ich hier eben schnell die halt in dünne Streifen. Und Nummer zwei. Genial. Geil. So, dann tue ich da Tomate drauf. Meine Erbsenschnitzel sind jetzt auch fertig. Davon kommt das erste jetzt auch auf den Teller. Schon daneben geworfen. Sehr gut. Aber jetzt passe ich. Sehr gut. Frühlingszwiebel. Bei uns kommt jetzt noch ein bisschen japanische Mayonnaise darüber. Die gibt es auch als vegane Variante. Sieht richtig klasse aus, ne? Finde ich auch. Nummer 1 und Nummer 2. Mein süßer, kleiner, niedlicher Süßkartoffelpuffer. So, mein Gott, was für ein Wort. Sieht doch niedlich aus, schmeckt genial. Wir haben eben schon so ein bisschen was an den Rand abgefallen ist, probiert. Das war unser Süßkartoffelburger. Fast vegan. Sah doch geil aus, oder? Oder sieht auch noch geil aus. Schatz, guck da nochmal runter. Da läuft einem doch das Wasser im Mund zusammen, wenn man das sieht. Mega. Ich finde den klasse und der wird auch super schmecken. Als normale Kartoffelvariante haben wir ihn ja schon gemacht und diese Süßkartoffel schmeckt ja richtig genial. Verhältnismäßig zügig gemacht, einfaches Rezept. Ich mache euch unten wieder in die Description Box euch wieder eine Einkaufsliste und ich werde auch gleich runterschreiben, wie wir das gemacht haben. Sollte euch das gefallen haben, gebt uns einen Daumen. Seid ihr noch nicht Abonnenten, bitte abonnieren. Ihr könnt auch die Glocke betätigen, dann kriegt man wenigstens mit, wann ich mal hin und wieder ein Video mache. Ich werde mich bessern, es wird jetzt schneller wieder werden. Auch so eine kleine Ankündigung habe ich auch noch. Wir werden demnächst Sous-Vide garen. Da kommt demnächst noch ein richtig geiles Video. Ich freue mich schon drauf, es zu produzieren. Das geht jetzt die Tage los. Und dann wird das auch in Kürze da sein. Schatz, hast du noch irgendwas? Nee, ich will essen. Alles klar. Ja, dann machen wir jetzt hier Schluss. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag. Tschüss, tschüss. Und Frank von footballhamburg.de. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.